Hallo Freunde der käuflichen Liebe und willkommen zu einem neuen Let's Play bei mir auf dem Kanal. Und zwar, wie ihr hier seht, Mass Effect Andromeda. So. Schauen wir noch erstmal, was haben wir hier? Helligkeit. Boah, ist deutlich. Was haben wir hier? Surround, ne, Stereo bei Kopfhörer. Gut. Dann schauen wir doch erstmal Grafik. Was haben wir hier? Aha. 1080p, jo. Okay, lassen wir das mal alles so. Gameplay-Tutorials anzeigen. Yep. Hilft das Spiel etwas beim Zielen? Das kann nicht schaden bei mir. Und diese werden Fähigkeitspunkte automatisch verteilt. Nein, das wollen wir nicht. So. Na gut, lassen wir das erstmal alles auf Standard. Videoausgabe, Vollbild, yep. 1920, 1080, V-Sync, bla bla bla. Jut, 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 jut. Zurück. Mache ich einen eigenen Charakter? Och ja, warum eigentlich nicht? Dann bin ich jetzt einmal gespannt. Da wird es ja wahrscheinlich, keine Ahnung, 12 Millionen Einstellmöglichkeiten geben. So, ich muss halt dazu sagen, ich habe Mass Effect 1, 2 und 3, also sprich die Vorgängerteile, leider nicht gezockt. Ich habe eins mal angezockt, aber das hat sich dann irgendwie im Sand verlaufen. So, männlich. Aussehen. Was gibt's denn bei individuelles Aussehen? Ach, okay. What? Mhm. Mit einer Tolle. So, was haben wir hier? Ah. Tja. Nee, war das der hier? Na, nehmen wir den. Ausbildung. Wählen Sie die Spezialausbildung aus. Die war da vor dem Aufbruch mit der Andromeda-Initiative. Aha. Ausbildung, Sicherheit, Biotika. Haben Ihre Kamera mit Ihren Fingern Masseneffektfelder zu kontrollieren. Alter Lachs. Huhuhu. Okay. Name ist klar. Zwilling? Was für ein Zwilling? Alter. Vergangenheit. Wählen Sie das Geschlecht des legendären Commander Shepard. Erster Spectre. Okay. Oh, den hat man ja in den anderen Teilen gespielt. Okay. Sind Sie sicher? Ja. Ich glaube, ich nehme doch mal einen Schnellstart. Ach, jetzt sind es mal wieder Ladezeiten. Verflucht. Oh, okay, das ging fix. Jo, dann nehmen wir Schnellstart Scott Ryder. Komm, schnell Verbindung her. Na. Oh. Das würde ja grundsätzlich für mich passen. Ich bin eigentlich mehr an Story interessiert, aber. Hier. Nehmen wir mal normal. Mal gucken, ob jetzt knackiges Intro kommt. Okay, erstmal wieder ein Ladebildschirm. Chapeau. Aber gut, muss ja auch sein.
Jeder bedeutende Moment unserer Geschichte begann mit einem Traum. Hinter jeder großen Errungenschaft stehen Menschen, die bereit waren, alles dafür zu geben. Wir alle lassen unsere Familien zurück, unser Zuhause, den Geburtsort unserer Spezies. Einige streben nach der Entdeckung des Unbekannten. Andere suchen nach einem Neubeginn. Doch welche Gründe wir auch haben, heute machen wir den ersten Schritt in eine neue Zukunft für die Menschheit. Heute beginnen wir, unseren Traum wahr werden zu lassen. Tief durchatmen. Gehen Sie es langsam an. 600 Jahre langsam angehen reichen. Ryder Scott, Aufklärungsexperte, Pathfinder-Missionsteam. Pathfinder-Team, diese Leute suchen uns eine Heimat. Wie wär's mit was Tropischem? Warmes Meer, das ganze Jahr über Sommer. Wollen wir ihm nicht erstmal einen Kaffee holen? Hat im Zuge des Auswahlprozesses tausende potenziell bewohnbare Planeten in der gesamten Galaxie analysiert. Scott Ryder, mal sehen, wie es Ihnen geht. Hier hinsehen. Nach der Entdeckung einer ungewöhnlich großen Anzahl möglicher Kandidaten oder goldener Welten wurde der Helios-Cluster als unser Ziel ausgewählt. Sie sind heute Teil der ersten Welle von Archen, die Andromeda erreichen. Die neue Heimat der Menschheit. Bei ihm klingt das alles so einfach, nicht wahr? Die Wahl des Tons hilft, Ryders Persönlichkeit zu definieren. Okay, das ist zwanglos, das ist professionell. Nehmen wir das. Selbst wenn es das nicht wird, wir sind bereit. Das hoffe ich. Wissen Sie etwas? Der Pathfinder will Sie alle in einer Stunde missionsbereit haben. Sehen Sie hierher.
Weshalb die Eile? Weiß ich nicht, aber irgendwas ist faul. Okay, alles in Ordnung. Nur eine Sache noch, bevor ich sie entlasse. Testen wir ihr Sam-Implantat. Sam, überwachst du alles? Sam, bist du online? Ja, Dr. Tipero. Guten Morgen, Ryder. Fühlen Sie sich gut? Mhm. Was heißt das jetzt? Solche Entscheidungen, die gab es ja in den anderen Teilen vorher auch schon. Und da haben sie sich halt auch immer, also die Entscheidung in Teil 1 auf, haben sie auf Teil 2 ausgewirkt, die in Teil 2 dann noch auf Teil 3 und so weiter und so fort. Und Andromeda ist jetzt quasi ein kompletter Neustart. Machen wir doch erstmal hier. Ich bin noch nicht ganz da. Was war das mit meinem Implantat? Nur ein Routinecheck. Wir wollen sichergehen, dass die Verbindung durch die Stase nicht beeinträchtigt wurde. Als Missionscomputer des Teams ist Ihr Wohlergehen mein Hauptanliegen. Vorausgesetzt, die Implantate funktionieren wie versprochen. Sam sieht, was Sie sehen, theoretisch. Genau wissen wir es erst im Einsatz. Wie fühlen Sie sich ansonsten? So, und hier haben wir jetzt, ich taue noch auf. Wie ein 600 Jahre altes Eis am Stiel. Ich hoffe, es gibt genug Kaffee. Bestätige. Laut Ihres Adenosinspiegels in Ihrem System funktioniert das Neuralimplantat einwandfrei. Adeno was? Es bedeutet, Sie sind noch nicht ganz wach. Aber das ist kein Grund, Sie hier zu behalten. Außer Sie möchten noch bleiben, bis wir Ihre Schwester aufgeweckt haben. Es hilft immer ein vertrautes... Das klingt gar nicht gut. Hey. Okay, ja, ich sehe mich um. Auf der Frühstation ist die Schwerkraft ausgefallen. Oh, pass auf die Spritze auf! Ich bin so gut wie drin. Halten Sie durch! Cora hier, ich bin auf der Kryostation. Ich setze das System zurück. Ist allen gut? Ich denke schon. Was war das? Wissen wir nicht, die Sensoren sind gestört. Aber es ist schön, Sie zu sehen. Nach all diesen Jahrhunderten... Hier spricht der Pathfinder. Missionsteams, setzen Sie die Vorbereitungen fort. Cora, Riders, auf die Brücke. Sie haben ihn gehört, wie... Wir haben hier ein Problem. Bei Sarah Ryder. Was ist los? Na, das geht ja gut los. Okay, jetzt können wir uns also zumindest schon mal bewegen. Auf der Brücke melden, optional nach ihrer Schwester sehen. Natürlich schauen wir nach der Schwester. Aber erstmal, was haben wir hier? Reden. Mit Hayes. Das klingt toll, oder? Zumindest so lange, bis die Schwerkraft ausfällt. Okay, was haben wir hier? Infoterminal. Hallo, ich bin Gian Garson, Gründerin der Andromeda-Initiative. Ich möchte Sie in einer völlig neuen Galaxie willkommen heißen. Die gute Nachricht lautet, der schwierige Teil ist überstanden. Wir sind angekommen. Falls Sie Fragen haben, nur raus damit. Naja, wo soll ich damit anfangen? Die anderen Archen, unser Ziel, Pathfinder. Was mit den anderen Archen? Ihr derzeitiger Aufenthaltsort ist die Arche Hyperion mit der menschlichen Population an Bord. Die salarianische Arche Passero ist im Jahr 2185 aufgebrochen. Im selben Jahr haben auch das Schiff der Asari, die Arche Lucinia sowie die turianische Arche Nathanus die Reise angetreten. Okay. Die Aufgabe des Pathfinders ist es, neue Welten zu erkunden und sie hinsichtlich der Errichtung von Außenposten sowie der Besiedelung einzuschätzen. Jeder Arche geht ein Pathfinder voran, der die jeweilige Spezies repräsentiert. Der derzeitige Pathfinder der Arche Hyperion ist Alec Ryder. Laut aktuellem Dienstplan sind Sie dem Pathfinder-Missionsteam zugeteilt, Specialist Ryder. Er ist auch Ryder. Der ist ja interessant. Die
Andromeda-Initiative hat im Zuge des Auswahlprozesses tausende potenziell bewohnbare Planeten in der gesamten Galaxie analysiert. Nach der Entdeckung einer ungewöhnlich großen Anzahl möglicher Kandidaten oder goldener Welten wurde der Helios-Cluster als unser Ziel ausgewählt. Sie sind heute Teil der ersten Welle von Archen, die Andromeda erreichen. Die neue Heimat der Menschheit. Vorbehaltlich der finalen Einschätzung des Pathfinder-Teams wurde Habitat 7 als wahrscheinlichster Kandidat für eine Kolonisierung ausgewählt. Ist ja voll irre. Okay, dann, was haben wir hier? Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist die Arche Hyperion im Helios-Cluster eingetroffen. Weitere Missionsdetails sind aufgrund technischer Probleme nicht verfügbar. Als Aufklärungsexperte ist es Ihre Aufgabe, die Einschätzung goldener Welten durch Erkundung, Kartierung und wissenschaftliche Analysen zu unterstützen. Ihr derzeitiger Befehl lautet, sich auf der Kommandobrücke zum Dienst zu melden. Irre. Und die Andromeda-Initiative, was kannst du mir denn darüber erzählen? Die Andromeda-Initiative umfasst jegliche Kolonisierungsfaktoren, einschließlich der Archen, Pathfinder, Außenposten sowie der Nexus als zentraler Anlaufstelle. Die derzeitige Position der Nexus ist unbekannt. Der Status der Außenposten ist unbekannt. Voll irre. Nachricht. Sehe ich dann nochmal dasselbe, was ich vorhin gesehen habe, oder? Ich bin Gian Garson, Gründerin der Initiative. Ich halte es für wichtig, dass wir einen Moment innehalten und über die Prinzipien reflektieren, die uns alle zusammengebracht haben. Am Anfang stand die Vision einer besseren Zukunft. Einer Zukunft, die Sie formen. Das Leben in Andromeda kann alles sein, von dem wir je zu träumen wagten. Und ich bin stolz darauf, dabei helfen zu können, dass diese Träume wahr werden. Schreiben Sie mir ruhig mal. Ich würde gerne erfahren, wie wir vorankommen. Mhm. Na gut. Und tschüss. So. Dann erstmal nach der Schwester gucken hier. Was ist hier los? Scott. Geht es meiner Schwester gut? Sarah ist okay. Ihre Vitalwerte sind bestens, aber der Wiederbelebungsvorgang wurde unterbrochen. Wir erhalten Berichte, dass die Wasser durch... Und wann kann sie aufwachen? Wir wollen nichts überstürzen. Sam? Meine Verbindung zu Sarahs Implantat wurde unterbrochen, aber ihr Puls, ihre Atmung und Hirnaktivität sind völlig normal. Um sicher zu gehen, behalten wir sie noch eine Weile im Koma und lassen ihren Körper dann auf natürliche Weise das Bewusstsein wiedererlangen. Sie schafft das schon. Freut mich, das zu hören. Danke, Lexi. Halten Sie uns auf dem Laufenden. Ich warte an der Tür auf Sie, Ryder. Kommen Sie hin, sobald wir los können. Jojo. So, was gibt's hier noch? Okay, mit STRG gedrückt halten, dann ist das normale Gehen. Shift ist Laufen. Ja, die Steuerung ist ein bisschen schwammig irgendwie. Immer noch in Stase. Vitalwerte sehen gut aus. Bin ich geschwebt? Ja, irgendwie, wenn man die Taste drückt, das ist so ein bisschen... Oh, Besetzung der Hyperion. Die gute Nachricht ist, dass wir nach 600 Jahren Reise genau dort sind, wo wir sein sollen. Wir sind im Helios-Cluster der Galaxie Andromeda angekommen und schreiben das Jahr 2819. Das mit der Stase befasste medizinische Personal soll sich unverzüglich zum Dienst melden. Das Pathfinder-Team hat beim Aufwecken Priorität. Bereiten Sie seine Mitglieder anschließend auf die Feldaufklärung vor. Berichte über ein ungewöhnliches Himmelsphänomen im Cluster werden derzeit überprüft. Mehr dazu in Kürze. Na dem. Oh, rechte Maustaste ist quasi hier mal Zoom oder einfach nur umgucken. Mal gucken, linke Maustaste ist noch nichts. Carlyle. Haben Sie Ihr Nickerchen genossen, Ryder? Ich glaube, ich brauche für den Rest meines Lebens keinen Schlaf mehr. Ein oder zwei. Hey. Ups. Heftiger Weckruf, was? Mit sowas als erstes nach der Stase hatte ich nicht gerechnet. Damit sind wir schon zu zweit. Halten Sie durch. So, da ist noch ein Datenpad.
Hallo Reisende und willkommen zu Ihrem ersten Tag in Andromeda. Dies ist der Beginn einer neuen Ära für uns alle. Während Sie sich von der Stase erholen, seien Sie versichert, dass Sie sich in guten Händen befinden. In nur wenigen Stunden werden Sie die Hyperion verlassen und zu tausenden anderen Kolonisten stoßen. Sie werden ihr Glück finden und sich das neue Leben aufbauen, von dem sie immer geträumt haben. Sie mussten lange darauf warten, aber ich verspreche Ihnen, es hat sich gelohnt. Jean Garson, nun, ach, die Gründerin von der Initiative schon wieder. Chapeau. So, was hier los? Morgen, Ryder. Oder Nachmittag? Oder keine Ahnung. Was hat man Ihnen gesagt? Schön, Sie zu sehen, Ryder. Tut mir leid, aber ohne Kaffee. Ich wollte gerade sagen, noch nicht genug Kaffee gehabt. Mann, wir sind gerade mal eine Stunde in Andromeda. Na gut. Sind Sie bereit? Eigentlich nicht. Okay. Wow. Wo waren Dette? Aha. Achso, okay. Fokussieren heißt also, da ist mein Ziel. Ryder könnte ihn finden. Er hat einen Scanner. Schnell, Ryder, setzen Sie ihn ein, um den Defekt zu lokalisieren. Was? Bin schon dabei. Drücken Sie. Daten über die zweite Leitung zu erhalten. Hayward, du kümmerst dich hier um. Ich überbrücke das Sicherheitssystem. Drücken Sie G, um Ihren Scanner aufzurufen. Aha. Ryder, versuchen Sie die ganze Leitung zu scannen. Sie müssen den Defekt finden. Ah, okay. Die Energiewerte steigen weiter an. Dieses Element funktioniert einwandfrei. Wenn wir die es Energie nicht ausleiten, Hinweise auf einen Defekt in dieser Komponente. Relais 2C weist Beschädigungen durch eine Temperaturspitze auf. Ich habe das Problem gefunden. Ein defektes Relais. Ryder, könnten Sie das System zurücksetzen? Ja, wenn du mir sagst, wie? Ah. Override. Na komm. Das war's. Es wurde zurückgesetzt. Ich leite die Energie jetzt um. Es klappt. Ein Glück. Das hätte für jeden auf der Kryostation das Ende bedeuten können. Gute Arbeit, Ryder. Jetzt können wir uns auf den Weg zur Bahn machen. Aha. Ah, was stand da eben? Verdammt. Es war zu schnell weg. Irgendwas mit Einsatzzielinformationen, aber was genau? Das war knapp. Alles okay. Wir sind gerade erst in Andromeda angekommen und stecken schon in Schwierigkeiten. Lass mal sehen. Das Abenteuer beginnt. Ich bin mir nicht sicher, ob Ihr Vater das auch so sehen wird. Oh, ein Datenpad. Also dann, bringen Sie uns mal zur Brücke. Nein. Was haben wir denn hier wieder? Automatische Logs. Berichtsdurchlauf. 2819. Identifikator QPAZ. Ja. Total irre. Nexus, Eichen, Passero, Louisiana, Nadanus. Nicht gefunden. Na gut. So, und sonst? Ne, zum Scannen gibt's sonst eigentlich gar nichts. Na dann los. Steuerkontrolle, Bericht! Wir driften! Die Flugsteuerung reagiert nicht. Wir müssen die Energieversorgung stabilisieren. Hauptenergie ist ausgefallen. Wir laufen auf den letzten Reserven. Unsere Position? Unbekannt, die Telemetrie ist defekt. Sam, wir brauchen mehr Daten. Ich kalibriere das Sensorgitter. Alec, bitte. Sie sind zwar der Pathfinder, aber das ist mein Schiff. Das Protokoll ist eindeutig, Captain. Besteht kein Kontakt zu Nexus oder den anderen Archen. Begeben wir uns zur vorgesehenen goldenen Welt. Auf festen Boden.
Falls es sie überhaupt gibt. Niemand hat irgendetwas von einer Energiewolke gesagt. Oder womit auch immer wir es hier zu tun haben. Alec, ich muss die Schäden einschätzen und Reparaturen einleiten. Wir haben 20.000 schlafende Menschen an Bord. Geben wir ihnen die Chance aufzuwachen. Was denken Sie? Sie hat hier das Kommando. Sie ist der Captain. Das letzte Wort sollte bei ihr liegen. Naja, er könnte... Es geht nicht darum, wer hier das letzte Wort hat. Ja, Sir. Wir kommen raus! Mein Gott! Ist das unsere goldene Welt? Das ist Habitat 7, die neue Erde, wenn wir Glück haben. Alle unsere Langstreckenscans haben sie als die perfekte Welt für eine Besiedlung ausgewiesen. So sieht sie aber nicht aus. Emotional oder logisch? Verdammt. Mann, das Spiel ist noch ganz am Anfang und schon wird man hier dauernd vor Entscheidungen gestellt. Wir wissen nicht, wie schlimm es ist. Sie ist immer noch unsere beste Chance. Mag sein, aber es steht viel auf dem Spiel. Sam? Die Energie des Phänomens stört unsere Sensoren. Planetare Bedingungen sind unbekannt. Wir sind havariert und treiben mit 20.000 Seelen durchs All. Wenn uns die Energie ausgeht, wir müssen wissen, ob wir dort leben können. Und wenn nicht? Dann muss ich als Pathfinder eine Alternative finden. Dafür wurden wir ausgebildet. Aber mit etwas Glück sind wir schon zu Hause. Gut, aber beeilen Sie sich. Aber der Rest des Teams sollte jetzt wach sein. Lassen Sie zwei Shuttles bereit machen. Wir starten in 30 Minuten. Ja, Sir. Er ist dickköpfig, nicht wahr? Er ist besorgt. Auf seine Art. Geben Sie ihm eine Chance. Sie haben recht. Er ist unser Pathfinder. Wenn das hier schief geht, brauchen wir ihn mehr als je zuvor. Ich brauche den Status der Reparaturen. Ohne Sensoren sind wir blind. Sarah wird's hassen, dass sie das hier verpasst. Sind alle Riders Adrenalin-Junkies? Ich schätze, es liegt uns im Blut. Sie kam eine Minute vor mir auf die Welt. Sie konnte es nicht erwarten. Nur keine Sorge. Ich bin mir sicher, sie kommt durch. Ja, und sie wird Geschichten hören wollen. Also gehen wir da raus und erleben welche. Harper, Ryder, zum Hangar. Okay, Sie sollten Ihren Helm holen. Und machen Sie vielleicht nochmal am Glücksstein halt, bevor wir aufbrechen. Am was? Ein alter Aberglaube Ihres Vaters. War ja klar, ne? Reisen 600 Jahre oder 634 waren es ja, glaube ich, ne? Durchs All. Und quasi kurz vorm Ziel, so ein Hauch, astronomisch gesehen. Ein Müh quasi vorher. Boom. So, was haben wir hier? Protokoll bei Erstkontakt. Sollte ein Mitglied des Pathfinder-Teams auf intelligentes außerirdisches Leben stoßen, muss das Erstkontaktprotokoll strengstens eingehalten werden. Die Andromeda-Initiative zählt die Grundsätze des Friedens und der Kooperation zu ihren zentralen Werten. Aggressive Handlungen gegen Außerirdische sind nur gestattet, wenn diese eindeutig feindselige Absichten an den Tag legen und wenn Mitglieder des Pathfinder-Teams sich in akuter Verletzungs- oder Todesgefahr befinden. Klingt erstmal nicht schlecht. Aber gut. So. Gucken hier vielleicht irgendwo was zum Scannen. Oh, hallo. DNA-basierter Organismus. Aha. Okay.
Datenübereinstimmung Fischer David, Andromeda Initiative. Aha. Naja, komm, Helm her. Erledigt. Der Pathfinder wünscht außerdem, dass Sie sich bewaffnen. Ich habe den Waffenschrank geöffnet. Rechnen wir mit Problemen, Sam? Es ist lediglich eine Vorsichtsmaßnahme. Bitte bewaffnen Sie sich, Ryder. Aber immer doch. Was bist du denn hier? Ruinieren Sie uns jetzt die Party? Ach. Hey, Ryder. Sie sind Kirkland, stimmt's? Ja. Wir haben uns kurz getroffen, bevor die Hyperion die Erde verlassen hat. Kennen Sie eigentlich Greer schon? Hallo. Hat Ihr Dad irgendwas dazu gesagt, was hier los ist? Angst? Nein. Start in... Na, Sensoren. Nehmen wir das. Schwer zu sagen. Die Sensoren kriegen keine klaren Werte von dem Planeten rein. Nun, dann bleibt die Sache zumindest interessant. Ja, es wäre doch schade, wenn das viele Training nicht zum Einsatz käme. Wir sehen uns dann auf dem Flug nach unten. Richtig. So, hier, da habt ihr wieder Mucke. Was haben wir hier? Sarah Ryder spinnt. Hm? Durchhalten, Sarah. Alec Ryder? Sieht aus, als hätte sich Dad schon ausgerüstet. Wasserkühler? Wofür bist du da? Lieber nicht. Auf dieser Mission bleibt keine Zeit für eine Pinkelpause. Was haben wir hier? Handbuch für Pathfinder-Teams. Einführung. Als Mitglied des Pathfinder-Teams spielen Sie eine entscheidende Rolle bei den Bemühungen der Andromeda-Initiative, sich in der neuen Galaxie zu etablieren. Das Team muss sich zahlreichen Herausforderungen stellen. Statusverifizierung goldener Welten. Ups. Aufklärung und Kartografierung unbekannter Gebiete, Planeten und Himmelskörper, wissenschaftliche Analyse und Entdeckung neuer Phänomene, potenzieller Erstkontakt mit Fremdspezies, Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit Einheimischen und allgemeine Unterstützung von Siedlungen und Außenposten. Yeah, baby. Na komm, gib mir erstmal eine Wumme hier. Ich hoffe, ich werde das Ding nicht brauchen. Hatte ich das schon? Ja, ne? Protokoll, yep. Protokoll bei Erstkontakt. So, weh. Laut Analyse handelt es sich um Alkalifeld, Spat und Quarz, allgemein bekannt als Granit. Der Glücksstein. Ihr Vater war auf der Erde Bergsteigen und er hat ihn vor dem Absturz bewahrt. So wie die Dinge im Moment laufen, brauchen wir alles Glück, das wir kriegen können. Das stimmt allerdings. Oh. Na, wie stecke ich die wieder weg? Nicht gerade ein typischer Tag im Büro, ha? Nee. Shuttle-Teams, bereithalten zum Start in 5 Minuten. Nein, aber das hier ist unsere Chance, allen zu zeigen, wozu wir fähig sind. Wir gehen da raus und verdienen uns unsere Sporen. Sie sind wirklich Alex' Sohn. Ich habe mich immer gefragt, wie es war, als die ersten Entdecker das Meer überquerten. Sie hatten zur Orientierung nur die Sterne und einen Kompass. Und eine Karte mit der Warnung, hier leben Drachen. Naja, wenn Sie es geschafft haben, schaffen wir es auch. Und vielleicht begegnen wir ja unterwegs wirklich einem Drachen. Na, lassen wir uns nicht fressen. Ehrlich gesagt, esse ich lieber, als gegessen zu werden. Ach, man ist erst dann ein echter Entdecker, wenn man ein paar Narben hat. Oder Bissspuren. Alles klar. Machen wir uns auf den Weg zum Shuttle. So, wie stecke ich die jetzt wieder weg? Verdammt. Dr. Carlyle, braucht sie die Arche im Moment nicht deutlich dringender als wir? Der Pathfinder will einen Arzt vor Ort. Und ich will mir unser mögliches neues Zuhause ansehen. Na komm, so einen Arzt dabei zu haben, ist ja nicht verkehrt, ne? Uns erwartet ein historischer Moment. Haben Sie schon ein Zitat parat? Ein kleiner Schritt.
Ich denke, diese Ehre gebührt Ihrem Vater. Okay, Leute. Aufbruch in 5 Minuten. Sir, das Team wurde wie befohlen bewaffnet. Sollten wir irgendetwas wissen? Angesichts der Situation erschien es mir sinnvoll. Ohne Sarah sind wir einer zu wenig. Ich habe gehört, was passiert ist. Aber deine Schwester ist stark. Sie schafft das. Sie würde nicht wollen, dass wir uns Sorgen machen. Du hast recht. Die Mission hat Vorrang. Auch wenn eure Mutter dem wohl kaum zugestimmt hätte. Ich habe ihr versprochen, euch sicher hierher zu bringen. Okay, herhören. Sie alle sind nicht nur wegen ihrer Fähigkeiten und Leidenschaft Teil des Pathfinder-Teams, sondern auch, weil sie genau wie ich Träumer sind. Wir träumen davon, das Unbekannte zu erforschen, den Rand der Karte zu erreichen und herauszufinden, was dahinter liegt. Die Menschen werden auf diesen Tag zurückblicken und sich erinnern, dass wir an unserem Traum festgehalten haben, dass unsere ersten zaghaften Schritte in Andromeda der Beginn all dessen waren, was sie kennen. Wir haben nur eine Chance, die Ersten zu sein. Lassen Sie uns Geschichte schreiben. Darauf habe ich 600 Jahre gewartet. Archim Therion, ihr Shuttle 1. Wir schalten auf manuelle Steuerung. Shuttle 2, folgt diesem Weg. Genau, Victor 135. Verstanden. Sehr gut. Wow, sehen Sie sich das an. Was auch immer das ist, es hat die Hyperion lahmgelegt. Vermute eine instabile Ansammlung dunkler Energie. Wenn du es sagst, halten Sie sich fern. Unser Vektor sieht gut aus. Okay, bewegen kann ich mich nicht. Gravitationsanomalie. Straße keine Gelegenheit, mich vorzustellen. Liam Costa, Sicherheitsexperte und Spezialist für Sondereinsätze. Freut mich, Liam. Kaum zu glauben, endlich ist es soweit. Besser als nur darüber zu lesen. Reduziere Geschwindigkeit, der Planet liegt vor uns. Hyperion, hören Sie uns? Kontakt abgeben. Festhalten, ich leite den Eintritt in die Atmosphäre ein. Es geht los! Flugleitsystem ist gestört. Das legt sich wieder. Die Steuerung macht, was sie will. Anschluss Vektor 3 kann nach Steuerbord kontrolliert. Wir sind durch. Heilige! Shuttle 2, sehen Sie das auch? Bestätige. Von hier aus sieht das nicht gerade nach einer goldenen Welt aus. Die Ionisierungswerte steigen an. Behalten Sie den Kurs zur Landezone bei. Sauerstoffwerte unterhalb der menschlichen Toleranzgrenze. Ist das der richtige Planet? Ich dachte, wir hätten das geklärt. Konzentrieren, Shuttle 2. Die Berge schweben. Bodenstruktur auf Backbord. Sie muss ziemlich fortschrittlich sein. Hyperion, ihr Pathfinder. Wir sind auf Spuren einer fremden Zivilisation gestoßen. Hat uns jemand gesehen? Und wenn Sie nicht freundlich sind? Wir befolgen das Kontaktprotokoll. Keine tödliche Gewalt, solange nicht offensichtlich feindliche Absichten bestehen. Oh, ah, okay, Blitzeinschlag. Ich wollte gerade schon fragen, war das Blitz oder Beschuss? Wow! Wow! Beschleunigung erhöht sich. Ach, wirklich? Ihr Jetpack hat eine Fehlfunktion. Bring das in Ordnung! Erreiche tödliche Geschwindigkeit. Sam! Scheiße.
Ryder hier. Bitte komm. Hyperion, Sam, hört mich jemand? Vergessen Sie es, Ryder. Sam ist offline. Der Comlink ist tot. Wir aber erstaunlicherweise nicht. Was ist mit den anderen? Keine Ahnung. Alles ist verschwommen. Das Shuttle ist auseinandergebrochen. Und was für ein Albtraum. Ja, das wird nicht unsere Heimat. Nee, da würde ich auch nicht unbedingt wohnen wollen. Eine erhöhte Position, um nach Überlebenden zu suchen. Gehen wir. Ryder, wie steht's um Ihr Überlebenstraining? Ich habe schon einiges durchgemacht. Nichts Verrücktes, aber... Tja, jetzt wird's verrückt. Diese Felsen da draußen fliegen. Terra Incognita. Oh. Okay. Gut, dann, ja, erstmal, so, speichern kann ich nicht, kann nur während einer, das Spiel kann während einer Prioritätsmission nicht manuell gespeichert werden, okay. Gut, na denn, der Part ist hier auf jeden Fall erstmal vorbei, der erste Part, ich denke mal, ein paar werden noch folgen, mal gucken, also grafisch finde ich es bis jetzt zumindest nicht schlecht, gut, von der Story her, da, wie gesagt, ist noch am Anfang, werde ich dann sehen. Wenn es euch auch gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet und mir eventuell sogar ein Abo hinterlasst. Bis dahin. Tschüss.